Es war ein absolut spannendes Rennen hier auf der Streif in Kitzbühel mit 1000 Zusehern im Zielraum. Das war heuer gestattet, aber nur 1000. Letztes Jahr hatte man keine Zuseher, heuer 1000. Man hofft natürlich hier in Kitzbühel, dass es nächstes Jahr dann wieder zigtausende wären, die sich im Zielhang dann positionieren dürfen und das Rennen live miterleben. Aber wie war das Rennen? Alexander Amod Kilde heißt der große Sieger bei diesem 82. Hahnenkammrennen hier auf der Streif in Kitzbühel. Der Norweger zeigte auf leicht verkürzter Streif. Der Start wurde ja wegen Windböen zur Mausefalle vorverlegt, seine Klasse und holt in einer Minute 55,92 bereits den dritten Abfahrtsieg der bisherigen Saison. Für Kilde ist es der erste Abfahrtsieg hier in Kitzbühel. Hinter dem Norweger reiht sich der schon im Training starke 41-jährige Franzose Johan Claret. Der Routinier ist bis zur Hausbergkante sogar auf Kurs Richtung Bestzeit. Er wischt die Einfahrt in die Traverse aber nicht ideal und kommt 0,42 Sekunden hinter Kilde ins Ziel. Der Mann ist 41 Jahre, das muss man sich vorstellen. Er baut jetzt seinen Rekord als ältester Podestfahrer weiter aus. Österreich geht bei der Siegerehrung leider leer aus. Matthias Mayer liegt lange auf Podestkurs, aber dann kommt mit der späten Nummer 43 Blaise Gisedané, der Franzose, die Sensation des Rennens. Er nützt die besseren Bedingungen und stößt Mayer noch vom Stockerl. Die ersten Fahrer, wie auch Mayer, hatten natürlich das Problem wegen des Schneefalls, dass sie mehr oder minder als Schneepflug agieren mussten. Und aus diesem Grund war es natürlich schwieriger. Aber der Franzose mit Startnummer 43, der hat es dann allen gezeigt und sprang noch auf den dritten Platz aufs Podest. Morgen großer Slalomtag und am Sonntag wieder die nächste Abfahrt hier auf der Streif. Und wir hoffen natürlich, dass irgendeiner der Österreicher auf jeden Fall am Stockerl steht oder die goldene Gams dann hochhalten kann und wir einen österreichischen Sieger haben werden.